Wer auf das Instagram-Profil von Prinz Dubai klickt, taucht ein in ein Leben voller Luxus. Teure Autos, Yachten, die besten Restaurants, Rolex-Uhren, diamantenbesetzter Schmuck, Designer-Handtaschen und Trips mit dem Privatjet. Es ist ein Leben, wie es nur ein echter Prinz führen kann und auf das andere mit Neid blicken. Doch alles daran ist Fake. Ein notorischer Lügner. Anthony Gignac wird 1970 als José Enrique Moreno in Kolumbien geboren. Wer seine Eltern sind oder was ihnen zugestoßen ist, ist nicht bekannt. Bereits als Kind lebt er mit seinem 3 Jahre älteren Bruder auf der Straße. Sie sind Waisen, erfahren Misshandlungen und müssen ums Überleben kämpfen. 1977 werden die beiden Brüder von Jim und Nancy Gignac, die in den USA leben, adoptiert. José nennen sie Anthony. In seiner neuen Heimat lebt sich Anthony Gignac, wie der kleine Junge aus Kolumbien nun heißt, schnell ein. Er findet Anschluss in der Schule und kann bereits mit 8 Jahren fließend Englisch sprechen. Doch Anthony fällt trotzdem in seiner Klasse auf. Er hat einen enormen Geltungsdrang, möchte immer im Mittelpunkt stehen und er erfindet gern ausgeschmückte Lügengeschichten, um sein Ziel zu erreichen. Zunächst denken seine Adoptiveltern, dass die Auffälligkeiten ihres Sohnes mit seinem schweren Start ins Leben zusammenhängen. Anthony musste sich immer durchkämpfen. Vielleicht denkt er nun in seiner Grundschule in der kleinen Stadt in Michigan, dass er sich auch hier beweisen muss. Als Anthony 12 Jahre alt ist, müssen sie allerdings feststellen, dass ihr Sohn nicht nur gerne im Mittelpunkt steht. Er ist ein notorischer Lügner. Seine Adoptiveltern erwischen Anthony, wie er sich in einem Mercedes-Autohaus als Sohn eines saudischen Prinzen ausgibt und den Autoverkäufer zu einer Probefahrt überredet. Als sie seine Adoptiveltern scheiden lassen und sein Bruder fortan bei seinem Adoptivvater lebt, verschlimmert sich Anthonys Zustand noch mehr. Mit 12 Jahren muss er das erste Mal in Therapie. Er kommt 2 Mal in psychiatrischen Kliniken und einem Rehabilitationszentrum unter. Dort erzählt er den anderen Kindern, dass seine Eltern sehr vermögend und einflussreich sind. Mit 17 Jahren kommt Anthony Gignac das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Er gibt sich als Adnan Khashoggi, ein saudischer Waffenhändler und damals reichster Mann der Welt, aus. Nur 2 Monate später nennt er sich Omar Khashoggi, lässt sich auf diesen Namen eine gefälschte Kreditkarte ausstellen und betrügt einen Limousinenservice um mehrere tausend Dollar. Als ihm die Lüge, ein Mitglied der Khashoggi-Familie zu sein, niemand mehr glaubt, beginnt sich Anthony als enger Vertrauter der saudischen Königsfamilie auszugeben. Angeblich habe er ein Verhältnis mit einem männlichen Familienmitglied. Damit niemand von der homosexuellen Affäre erfährt, würde die Königsfamilie ihm ein stattliches Schweigegeld zahlen. Doch Anthonys Lüge hat Lücken. Er hat kein Geld. Und sich nur als jemand auszugeben, der der saudischen Königsfamilie nahesteht, bringt ihm nicht das Ansehen und den Luxus ein, auf das er aus ist. Mit 21 Jahren beginnt er sich deshalb als Khalid bin al-Saud auszugeben. Ein echter saudischer Prinz und ein Name, der ihm überall die Türen öffnet. Anthony checkt unter dem Namen eines falschen Prinzen in Luxushotels in Los Angeles ein. Bei Louis Vuitton bekommt der angebliche Khalid bin al-Saud ein Kofferset, das sein Vater später bezahlen würde, und er genießt es, überall mit Eure Hoheit angesprochen zu werden. Als er auschecken will, fällt seine Lüge schließlich auf. Der falsche Prinz wird das erste Mal überführt. Und Anthony Gignac wird wegen Betruges zu einer 2-jährigen Haftstrafe verurteilt. Der Prinz der Lügen. Seine Verurteilung hält Anthony Gignac jedoch nicht davon ab, sein falsches Leben weiterzuführen. Er will das Luxusleben, das ihm während seiner kurzen Zeit als falscher Khalid bin al-Saud geboten wurde. Anthony ist gerade aus der Haft entlassen und noch auf Bewährung. Da gibt er sich schon wieder als der saudische Prinz aus. Nur diesmal will er geschickter vorgehen.
Er stellt eine gefälschte Kreditkarte auf den Namen Khalid bin al-Saud aus, indem er American Express davon überzeugt, der echte Prinz zu sein, und reist damit nach San Francisco und Honolulu. Auf Hawaii macht er mehreren Reisebekanntschaften weiß, der echte saudische Prinz zu sein. Von einem Ehepaar lässt er sich einen Scheck über mehrere tausend Dollar ausstellen für ein angebliches Erdölfeld in Saudi-Arabien. Einem anderen Paar erzählt er, dass er verfolgt werden würde und schnell abreisen muss. Deshalb übernehmen die für ihn seine Hotelrechnung über 20.000 Dollar. Er reist ins Disney Resort nach Orlando, wo er mit seiner gefälschten Kreditkarte das Hotel um 14.000 Dollar prellt. Und schließlich weiter nach Miami, Chicago und Florida, wo er Hotelkosten im Wert von ca. 80.000 Dollar unterschlägt, bis Anthony Gignac erneut wegen Diebstahls und Betrugs festgenommen wird. Aus dem Gefängnis heraus kontaktiert Anthony einen Anwalt. Auch ihm tischt er die Lüge auf, dass er der Prinz Khalid bin al-Saud sei, der aufgrund eines riesigen Missverständnisses inhaftiert wurde und nun 46.000 Dollar brauche, um auf Kaution freizukommen. Der Anwalt wittert das große Geschäft und beauftragt zwei Kautionsagenten, das Geld auszulegen. Als sie keine Überweisung der saudischen Königsfamilie erhalten und den falschen Prinzen wieder zurück ins Gefängnis bringen wollen, bittet er sie, auf dem Weg dorthin bei einer American Express-Filiale zu halten. Unter Tränen erzählt er den Angestellten, dass er Khalid bin al-Saud sei und ihm gerade sein Portemonnaie gestohlen wurde. Er muss zur Verifizierung nur die letzten Läden auflisten, in denen er shoppen war. Ein leichtes für Anthony. Schließlich lief die letzte American Express-Karte ebenfalls schon über ihn, von der er seine Luxustrips bezahlt hat. Anthony hat es wieder geschafft. Er ist der Haft entkommen und hat zur Entschädigung nun eine American Express Platin-Karte mit einem Kreditkartenrahmen von über 200 Millionen Dollar ausgestellt bekommen. Zur Feier des Tages lädt der falsche Prinz die beiden Kautionsagenten zu einem Tag in seinem Leben ein. Zuerst gehen sie shoppen, er kauft den beiden zwei Rolex-Uhren, chartert einen Privatjet, fliegt mit den beiden für ein paar Stunden nach Michigan, wo er angeblich einen wichtigen Termin hätte, und schließlich wieder zurück nach Miami. Und das alles an nur einem Tag. Für sie gibt es keine Zweifel, solch ein Lifestyle kann nur ein echter Prinz haben. Bis American Express beim Anwalt und den Kautionsagenten anruft. Sie sind auf einen Betrüger reingefallen. Anthony Gignac wird wieder ins Gefängnis überstellt und wird zusätzlich zu 3 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Kurze Zeit später wird Anthony noch einmal zu weiteren 3 Jahren Haft schuldig gesprochen. Diesmal, weil er in seiner Zelle Feuer gelegt und Shampoo vor dem Eingang verteilt hat, damit die zur Hilfe eilenden Wachen ausrutschen und er fliehen kann. Als Anthony Gignac entlassen wird, ist er gerade erst Anfang 30 und blickt bereits auf eine lange Vergangenheit von Betrug und Haftstrafen zurück. Ändern will er sein Leben jedoch nicht. Anthony zieht wieder bei seiner Mutter ein, die mittlerweile mit seiner ehemaligen Therapeutin zusammen ist und deren 17-jährige Tochter Jessica bei ihnen lebt. Nicht nur zu Hause fühlt sich Anthony fehl am Platz. In der Kleinstadt in Michigan wirkt er wie ein bunter Kanarienvogel. Anthony trägt meist Pelz, er ist behangen mit dicken Goldketten und teuren Luxusuhren, er trägt glitzernde Gehnägel und fährt einen weißen Cadillac. Lange hält er das gutbürgerliche Leben nicht aus. Er ist zu Größerem bestimmt, die Metropolen der Welt sind sein Zuhause und nicht die Kleinstadt, in der er von jedem argwöhnisch beäugt wird. Als Anthony Michigan wieder verlässt, um sich wieder als Prinz Khalid bin al-Saud auszugeben und ein Luxusleben zu führen, ist er diesmal nicht alleine. Er hat Jessica, die 17-jährige Tochter der Freundin seiner Mutter, überzeugt, mitzukommen. Mit ihm könne sie sicher viel mehr erleben als in ihrem bisherigen Leben in der Kleinstadt und außerdem bräuchte er eine Assistentin. Welcher echte Prinz würde schließlich ohne Entourage reisen? Von nun an ist der falsche Prinz stets mit seiner Assistentin unterwegs. Sie reisen, gehen shoppen und leihen sich teure Autos aus. Aber auch das geht nicht lange gut.
Anthony Gignac wird ein weiteres Mal des Betrugs überführt und zu 6 Jahren Haft verurteilt und Jessica zurück nach Michigan geschickt. Der falsche Immobilieninvestor. Im Jahr 2015 bekommt Carl Martin Williamson einen Anruf. Er arbeitet als Vermögensverwalter und prahlt gern damit, dass er weltweit vernetzt ist. Nun scheint sich das endlich auszuzahlen, denn der Prinz Khalid bin al-Saud ist am anderen Ende der Leitung. Sofort wittert Carl Martin Williamson das große Geld und lässt sich auf die Geschäftsidee des Prinzen ein, eine Investmentgesellschaft für ihn zu gründen. Als Beweis, dass er liquide sei, schickt ihm der Prinz einen Kontoauszug mit seinem Vermögen von 600 Millionen Dollar. Im Juli 2015 wird die Martin Williamson International LLC gegründet und Carl Martin Williamson und der angebliche saudische Prinz sammeln innerhalb kürzester Zeit 26 Investoren, die knapp 8 Millionen Dollar zahlen, die mit Vorabangeboten des geplanten Börsengangs eines saudischen Erdölunternehmens gelockt wurden. Williamson ist sich sicher, dass er mit der Firma zusammen mit dem reichen Prinzen das Geschäft seines Lebens gemacht hat. Er weiß nicht, dass auch er auf einen Hochstapler reingefallen ist. Seit seiner erneuten Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2015 ist Anthony Gignac auf einem neuen Höhenflug. Dank des Geldes aus der falschen Investmentfirma ist er zurück im Luxus. Und nun liegt eine Welt vor ihm, in der er nicht mehr allein sein glamouröses Jet-Set-Leben genießen muss. Unter dem Pseudonym Prince Dubai richtet er sich einen Instagram-Account ein, auf dem er mit seinem Vermögen protzen und ihn jeder dafür bestaunen kann. Er geht in teure Restaurants essen, lässt sich in kostspieligen Autos ablichten, er präsentiert seinen Schmuck, seine Uhren und Dollarscheine in Bündeln, er macht Fotos und Videos im Privatjet und auf Luxusjachten. Und immer an seiner Seite ist sein Chihuahua Foxy, der standesgemäß nur in der Louis Vuitton-Tasche reist und ein mit Diamanten besetztes Halsband trägt. Auffällig ist auf seinem Instagram-Kanal nur, dass er nie sein Gesicht zeigt. Doch vermutlich will der Prinz seinen Luxus anonym präsentieren. Überall, wo der falsche Prinz auftaucht, ist eine Menschentraube um ihn herum. Er hat Leibwächter und Sicherheitsmitarbeiter eingestellt. Sein Geschäftspartner Carl Martin Williamson reist zusammen mit ihm zu Geschäftstreffen und er stellt seinen Reichtum und seine Extravaganz so übertrieben zur Schau, wie es nur ein echter Adelsspross tun würde. Anthony Gignac hat die Rolle des vermögenden Prinzen mittlerweile perfektioniert. Niemand zweifelt daran, dass er wirklich aus einer Königsfamilie stammt. Und gleichzeitig macht er sich den Alltagsrassismus der reichen weißen US-Oberschicht zunutze, die scheinbar nicht zwischen einem Lateinamerikaner und einem Araber unterscheiden können. Anthony Gignac lebt mittlerweile in einem Penthouse für 15.000 Dollar Miete im Monat auf Fisher Island, einer kleinen Insel vor Miami, die von den Reichen und Schönen bewohnt wird. Sich nur als Prinz auszugeben, reicht ihm aber nicht mehr. Er will ins Immobiliengeschäft einsteigen. Im Jahr 2017 kontaktiert die Martin Williamson International LLC deshalb Jeffrey Soffa, den Multimillionär und Immobilienmogul von Miami. Der Prinz Khalid bin al-Saud wolle in sein Luxushotel Fontainebleau, direkt am Miami Beach gelegen, investieren. Das Hotel ist seit Jahren verschuldet, weshalb Jeffrey Soffer hellhörig wird, als ihm die absolut übertriebene Summe von 440 Millionen Dollar angeboten wird. Im Mai 2017 trifft er sich deshalb mit dem Prinzen und seiner gesamten Entourage im Fontainebleau, wo sie über das Investment sprechen. Doch bevor die Geschäfte besiegelt werden, müsse Jeffrey Soffer seine Achtung vor dem Prinzen beweisen. In seiner Kultur würde man das mit wertvollen Geschenken zeigen. Ohne diesen seltsamen Brauch zu hinterfragen, macht Jeffrey Soffer dem falschen Prinzen Geschenke im Wert von 150.000 Dollar. Er lädt ihn auf sein Anwesen am Luxus-Skiort Aspen ein und spendiert dem angeblichen Khalid bin al-Saud teure Restaurantbesuche. Bis dem Prinzen ein fataler Fehler unterläuft, der sein Kartenhaus aus Lügen zum Einstürzen bringt. An einem Abend lässt sich Anthony von der Familie Soffer in ein italienisches Restaurant einladen. Als Vorspeise bestellt er Schinken.
ohne daran zu denken, dass der Mann, für den er sich seit Jahren ausgibt, Muslim ist und kein Schweinefleisch isst. Jeffrey Soffa kommt die Restaurantbestellung sofort merkwürdig vor und er beginnt deshalb Nachforschung zu Khalid bin al-Saud anzustellen. Eine Google-Suche reicht, um festzustellen, dass sich der echte Prinz und der Mann, den er mit Geschenken überhäuft hat, nicht mal ähnlich sehen. Soffa schaltet die Behörden ein, die Anthony Gignac am 19. November 2017 am Flughafen in New York verhaften. Wieder einmal beharrt er darauf, tatsächlich Mitglied der saudischen Königsfamilie zu sein und Diplomatenstatus innezuhaben. Alles Ausreden, die für die Ermittlungsbehörden nicht neu sind. Auch bei seinen Befragungen versucht sich Anthony Gignac noch herauszureden. Dem leitenden Ermittler gegenüber sagt er: Ich bin charmant, aber ich bin wirklich nicht so schlau. Ich weiß einfach nicht, was ich tue. Doch seine Taten sprechen eine ganz andere Sprache. Diesmal hat er nicht nur Hotels oder Luxusläden für seinen eigenen Lebensstil betrogen, er hat ein gesamtes Netzwerk aufgebaut, um Investoren um Millionen zu prellen. Aus diesem Grund steht das FBI mit einem Durchsuchungsbefehl auch vor der Tür von Carl Martin Williamson, denn schließlich sitzt sein Geschäftspartner Anthony Gignac in Untersuchungshaft, weil die beiden ihre Investoren betrogen haben. Als Williamson den Namen hört, gegen den das FBI ermittelt, weiß er gar nicht, wer es sein soll. Bis zuletzt hat er dem falschen Prinzen geglaubt. Am Abend nach der Durchsuchung sagt er seiner Frau gute Nacht. Er sei bereits müde. Kurze Zeit später findet sie ihn, wie er versucht hat, sich das Leben zu nehmen. 2 Tage später stirbt Carl Martin Williamson an den Folgen des Suizidversuches. In seinem Abschiedsbrief entschuldigt er sich bei seiner Familie. Er habe nicht gewusst, dass alles eine Lüge war. Anthony Gignac gibt nach dem Tod seines Geschäftspartners ein vollumfängliches Geständnis ab und übernimmt die volle Schuld für alles, damit niemand außer ihm angeklagt wird. 2019 wird er wegen Betrugs, Identitätsdiebstahls und Amtsanmaßung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Dass er so weitermacht wie zuvor, wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird, ist nicht auszuschließen. Bisher hat schließlich keine seiner Haftstrafen dazu geführt, dass er sein falsches Leben hinter sich lässt. Und auch ein Verhaltensmuster ist immer wieder auffällig. Je einsamer sich Anthony fühlt, desto mehr lügt er, um den Menschen zu gefallen. Nach dem Urteilsspruch gegen Anthony Gignac kommt auch noch etwas an die Öffentlichkeit, was vor allem auf seinem Instagram-Profil für viel Spott sorgt. Trotz Millionenbetrug waren seine Autos und die Yacht nur geliehen. Seine Rolex-Uhren waren Fälschung. Und sogar das diamantenbesetzte Halsband von Foxy war gefaked. Nicht einmal sein falsches Leben war echt.